Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich bin Franziska Kiermaier von der Gesellschaft für Frankfurter Geschichte und ich begrüße Sie zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Kulturgüter, Provenienzen und Restitution aus Frankfurter Museen, Sammlungen und Haushalten. Eine Reihe, die wir in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte veranstalten. Heute geht es um eine besondere Form von Kulturgütern, nämlich um Bücher, genau genommen um Teilbestände der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. Seit letztem Jahr werden dort in einem vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste geförderten Projekt rund 80.000 Bücher auf ihre Herkunft untersucht. Sie sind allesamt vor 1945 erschienen und sie stehen im Verdacht, ihren zumeist jüdischen Besitzern unrechtmäßig entzogen worden zu sein. Durch die besondere Geschichte der Bibliothek, die der heutige Vortrag auch kurz anreißt, berühren die Forschungen nicht nur universitäre Aspekte, sondern sie haben stadtgeschichtliche Bedeutung. Ich freue mich also sehr, dass zwei Mitarbeiter, die in dem Provenienzforschungsprojekt beschäftigt sind, heute unsere Gäste sind und begrüße Ulrike Vogel und Daniel Dudde. Die beiden werden das Projekt vorstellen und eine erste Zwischenbilanz ziehen, worauf ich sehr gespannt bin. Bevor Sie das aber tun, möchte ich die beiden Ihnen kurz vorstellen. Daniel Dudde hat Geschichte, Kunstgeschichte und Politikwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt studiert und ist seit 2016 in verschiedenen Funktionen in der dortigen Universitätsbibliothek beschäftigt. Unter anderem war er bereits in Provenienzforschungsprojekte eingebunden und hat zur Bibliotheksgeschichte gearbeitet. Seit dem vergangenen Jahr ist er in dem Projekt, das er heute vorstellen wird und um das es geht, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seine Kollegin Ulrike Vogel hat neuere und neueste Geschichts- und Literaturwissenschaften in Karlsruhe studiert und sich bereits während ihres Studiums in Kooperationsprojekten zwischen der Universität Karlsruhe, der Badischen Landesbibliothek und dem Generallandesarchiv Karlsruhe engagiert. In beiden Institutionen hat sie bereits in der Provenienzforschung gearbeitet. Zum Alltag von Provenienzforschern gehört die Erfahrung, dass sich bei vielen Objekten oder wie heute bei Büchern die Herkunft nicht lückenlos aufklären lässt, weil die Spuren ins Leere laufen oder weil das notwendige Geld und die Zeit fehlen. Frau Vogel erzählte mir, dass die Suche trotzdem immer lohne, weil sie Erkenntnisse und Ergebnisse liefert und damit spannend ist und bleibt. Auch davon wird heute die Rede sein. Ich bin gespannt auf die Berichte der beiden und möchte Sie auffordern, wenn Sie Fragen haben, dafür unsere Kommentarfunktion zu nutzen. Herr Dudde und Frau Vogel werden in den nächsten Tagen dort Ihnen antworten können. Viel Spaß! Liebe Frau Kiermaier, herzlichen Dank für unsere kurze Vorstellung und herzlichen Dank an die Gesellschaft für Frankfurter Geschichte und das Institut für Stadtgeschichte, die diese Vortragsreihe initiiert haben und uns die Möglichkeit bieten, unser Provenienzforschungsprojekt an der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg heute hier vorzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Wir würden Sie natürlich alle gerne hier in einer Präsenzveranstaltung begrüßen und mit Ihnen auch gerne über unser Projekt ins Gespräch kommen. Wie Sie wissen, lässt das die Pandemiesituation im Augenblick leider nicht zu. Wir hoffen, dass Sie es sich vor den Bildschirmen gemütlich gemacht haben und eben einfach in einem anderen Format unserem Vortrag mit genauso großem Interesse von zu Hause aus folgen werden. Wir werden Ihnen einen Einblick in das vor knapp einem halben Jahr begonnene Provenienzforschungsprojekt an der Universitätsbibliothek geben und dabei unseren Fokus auf lokale und regionale Besonderheiten legen, die für unser Haus von größerer Bedeutung sind. Zur historischen Einordnung möchten wir mit einem kleinen Überblick zum organisierten Bücherraub im Dritten Reich beginnen. Wer war daran beteiligt und wer profitierte davon? Wer war davon betroffen?
Anschließend werden wir kurz auf die Gründung der Universitätsbibliothek und den Aufbau ihrer Bestände eingehen. Im Anschluss daran stellen wir Ihnen unser Projekt und unser Vorgehen konkret vor. Anhand einiger Beispiele möchten wir Ihnen zeigen, nach was wir in den eigenen Beständen suchen, wie wir dabei vorgehen und wie wir mit den Funden umgehen werden. Herr Dudde und ich werden uns dabei abwechseln. Und zur Veranschaulichung einzelner Themen unseres Vortrags haben wir Bilder vorbereitet, die dann parallel in einem weiteren Fenster zu sehen sein werden. Und damit kommen wir zum Provenienzforschungsprojekt der UB Frankfurt. Die Universitätsbibliothek und die Goethe-Universität Frankfurt haben mit Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste erstmals die Förderung eines Projektes für die Dauer von 2 Jahren beantragt. Für den Antrag wurden in den letzten Jahren konkrete Verdachtsmomente für NS-Raubgut in den UB-Beständen gesucht und gefunden, sodass dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste ein ausreichend begründeter Antrag übermittelt werden konnte und dessen Finanzierung bewilligt wurde. Aufgrund der historischen Kenntnisse, wie der Bücherraub im Dritten Reich organisiert worden war und den Ergebnissen der Vorarbeiten, durchsuchen wir seit Mitte November letzten Jahres systematisch ca. 80.000 Bände der Signaturbereiche 00 und 42 bis 45 per Autopsie nach NS-Raubgut. Mein Kollege Herr Dudde und ich untersuchen zusammen mit 2 studentischen Hilfskräften jeden einzelnen Band in diesem Signaturbereich, ob er als NS-Raubgut zu betrachten ist und entsprechend behandelt werden muss. Parallel zu dieser Bestandsprüfung werden wir bei konkreten Hinweisen auf NS-Raubgut nach den betreffenden Personen und Institutionen suchen, in deren Eigentum diese Bücher gewesen sind. In den meisten Fällen bedeutet das die Suche nach ihren Erbinnen und RechtsnachfolgerInnen. Falls wir sie ausmachen können und es ihrem Wunsch entspricht, werden wir ihnen die Bücher zurückgeben, die nach heutiger Definition unrechtmäßig den damaligen EigentümerInnen entzogen worden sind. Die Ergebnisse unserer Recherchen werden in den Online-Katalog der Bibliothek eingepflegt, sodass die Exemplardaten zum Beispiel mit Angaben zu den Provenienzmerkmalen und den VorbesitzerInnen ergänzt werden können. Dazugehörige Bilder können ebenfalls von uns dort hinterlegt werden. Des Weiteren sind wir dazu verpflichtet, NS-Raubgutfunde an die Lost Art Datenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste zu melden. Außerdem werden wir unsere Ergebnisse in die kooperative Datenbank Looted Cultural Assets einpflegen, die für den speziellen Bedarf der Raubgutforschung in Bibliotheken ausgelegt ist. In einer für nächstes Jahr geplanten Ausstellung werden wir unsere Funde und Forschungsergebnisse zudem der Öffentlichkeit präsentieren. Darüber hinaus stellen wir das Projekt, so wie im Augenblick, durch Vorträge, Artikel und auf der Homepage der UB Frankfurt vor. Obwohl wir noch am Anfang unserer gezielten Provenienzforschung und unserer Suche nach NS-Raubgut in der UB Frankfurt stehen, können wir bereits einige Annahmen der Vorrecherchen bestätigen. Andere müssen wir hinterfragen und auch völlig Neues ist uns bereits untergekommen. Um das Ganze einordnen zu können, möchten wir Ihnen nun einen kurzen historischen Überblick zur Geschichte der UB Frankfurt geben, die, wie andere kulturgutverwahrenden Institutionen, auch vom Bücherraub im Dritten Reich direkt oder indirekt profitiert hat. Frankfurt am Main wird sowohl vor 1933 als auch nach dem Zweiten Weltkrieg als ein Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland wahrgenommen. Im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben der Stadt spielten jüdische BürgerInnen eine wichtige Rolle und waren von großer Bedeutung für die Entwicklung und den Reichtum Frankfurts. Verwiesen sei vor allem auf das Mäzenatentum und die Stiftungen von Sammlungen für Museen und Bibliotheken. Im Jahr 1887 wurde beispielsweise die freiherrlich Karl von Rothschildsche öffentliche Bibliothek gegründet, die unter gleichem Namen 1928 in städtisches Eigentum überging und eine der Ursprungsinstitutionen der heutigen UB Frankfurt ist.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 begann die systematische Entrechtung der Juden und Jüdinnen oder derjenigen Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen als jüdisch galten. Die Verfolgung steigerte sich stufenweise von der sozialen Ausgrenzung und Erniedrigung über die ökonomische hin zur physischen Vernichtung. Infolgedessen kam es zu Beschlagnahmungen durch staatliche Stellen, Verkäufen aus verfolgungsbedingtem Druck und dem Raub von Kulturgütern nach den Deportationen. Auch in der Stadt Frankfurt profitierten kulturgutverwahrende Institutionen, wie vorangegangene Vorträge an dieser Stelle schon dargelegt haben. In den Frankfurter Stadtbibliotheken waren beispielsweise 8 Beamte von den Berufsverboten betroffen, die als eine der ersten Repressalien gegen die jüdische Bevölkerung erlassen wurden. Stellvertretend sei hier Professor Dr. Aaron Freimann genannt, der von 1998 bis 1933 für die umfangreiche Hebraika- und Judaika-Sammlung der Bibliothek verantwortlich war und sie zur bedeutendsten einschlägigen Spezialsammlung des europäischen Kontinents ausbaute. Er wurde aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 1933 aus dem Amt entlassen. Freimann konnte 1939 in die USA emigrieren, wo er bis zu seinem Tod an der New York Public Library tätig war. Und hier sind wir schon bei der Geschichte des eigenen Hauses angelangt und unter anderem bei der Begründung, warum wir in den Beständen der UB Frankfurt NS-Raubgut vermuten und auch bereits gefunden haben. 1927 war in Frankfurt eine Gesamtverwaltung für die 7 Bibliotheken der Stadt eingerichtet worden, der Dr. Richard Oehler als Direktor vorstand. In ihr vereinten sich die Stadtbibliothek, die Senckenbergische Bibliothek, die Freiherrlich Karl von Rothschildsche öffentliche Bibliothek, die Bibliothek für Kunst und Technik, die Hauptbibliothek des städtischen Krankenhauses, bis 1935 auch die städtischen Volksbüchereien und die Bibliothek des städtischen Schulmuseums. Die ersten 5 genannten Bibliotheken übernahmen zugleich die Aufgabe einer Universitätsbibliothek und versorgten die 1914 gegründete Stiftungsuniversität Frankfurt mit Literatur. Nach der Machtübernahme 1933 wurde aus dem althergebrachten Zentrum von Handel, Finanzwelt und Börse die Gauhauptstadt Frankfurt am Main und die Stadt des deutschen Handwerks. Systematisch wurden die Frankfurter Traditionen, die in hohem Maße von Juden und Jüdinnen mitbestimmt worden waren, gelöscht und die Erinnerung an jüdische Stifterinnen und Mäzeninnen getilgt. Die Rothschildsche Bibliothek, die von Dr. Oehlers Stellvertreter Dr. Joachim Kirchner geleitet wurde, wurde beispielsweise in Bibliothek für neuere Sprache und Musik umbenannt. Die zahlreichen jüdischen Schenkungen, die einen wesentlichen Anteil am Rang der Stadtbibliothek hatten, wurden in der Öffentlichkeit nicht mehr erwähnt. Sogenanntes undeutsches Schrifttum wurde gesperrt oder vernichtet. Ein Teil der gesammelten Bestände als Quellenmaterial in die Bibliothek abgegeben. In den wissenschaftlichen Archivbibliotheken wurden allerdings die dort vorhandenen Judaika- und Hebraika-Sammlungen bzw. das sogenannte schädliche und unerwünschte Schrifttum nicht angetastet. Die Ministerialbürokratie betonte vielmehr die Notwendigkeit, die verbotene Literatur für künftige wissenschaftliche und behördliche Zwecke zu erhalten und sie auch sorgfältig weiterzusammeln, um den Kampf gegen Judentum, Freimaurerei und Bolschewismus zu unterstützen. Die ehemalige Rothschildsche Bibliothek wurde zum Depot für sogenannte entartete Literatur aus den städtischen Volksbüchereien. Für die Beschlagnahmung jüdischen Vermögens infolge der zunehmenden repressiven Gesetzgebung war als ausführende Behörde auch in Frankfurt die Geheime Staatspolizei, die Gestapo, zuständig. Deren Abteilung jüdisches Vermögen bei der Polizeidirektion war nicht nur für Kunstgegenstände, sondern auch für die sogenannten anfallenden Bücher verantwortlich. Diese Abteilung zeigte sich zum Teil auf Nachfrage der Bibliotheken bereit, ihnen diese Bücher zu überlassen.
Daneben beschäftigen sich die Finanzbehörden federführend mit den zurückgelassenen Kulturgütern. Das beschlagnahmte Gut der Deportierten wurde entweder auf öffentlichen Auktionen veräußert oder anderen staatlichen Dienststellen zur weiteren Verwertung überlassen. Eine große Bedeutung kam zudem den Sondermitteln zu, die den Bibliotheken in den Jahren 1937 bis 1942 vor allem für Erwerbungen von Handschriften und Antiquaria zur Verfügung gestellt wurden. Hierfür gewann Dr. Oehler und sein Handschriftenbibliothekar Dr. Hubert Schiel wiederholt die Unterstützung des Frankfurter Oberbürgermeisters Dr. Friedrich Krebs. Letzterer setzte sich auch vehement für die Gründung des Instituts zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt ein. Wie andere Direktoren wissenschaftlicher Bibliotheken im Dritten Reich wurde der Direktor der Rothschildschen Bibliothek Dr. Kirchner immer wieder als Sachverständiger des Polizeipräsidiums für die Begutachtung von auszuführenden Büchern und Sammlungen herangezogen. Dies hat ihm mit Sicherheit auch die Möglichkeit geboten, auf interessante Erwerbungen für das eigene Haus zu stoßen. Infolge des zu erwartenden Krieges waren die Kostbarkeiten der Stadtbibliothek bereits vor Beginn des Krieges frühzeitig in Sicherheit gebracht worden. Der Rest stand weiterhin für die Aufrechterhaltung des Bibliotheksbetriebes zur Verfügung, nur zum Teil in den Kellern der Bibliotheksgebäude gesichert. Am 22. März 1944 wurde das Gebäude der Stadtbibliothek beim Luftangriff auf Frankfurt am Main zerstört. Lediglich ein gutes Drittel der Bestände war zuvor durch Auslagerung nach Oberfranken, konkret nach Mitwitz, gerettet worden. Der Rest wurde inklusive einem Großteil der Verwaltungsakten vernichtet. Die Rothschildsche Bibliothek dagegen kam durch frühzeitige Auslagerung beinahe ungeschoren davon. Ebenso erging es der Senckenbergischen Bibliothek. Das Gebäude der Bibliothek für Kunst und Technik hingegen wurde mitsamt deren Beständen zum Totalverlust. In Mitwitz bemühte man sich, den Bibliotheksbetrieb aufrechtzuerhalten, die Versorgung mit Literatur für die Nutzung im ca. 300 Kilometer entfernten Frankfurt zu bewerkstelligen und den Wiederaufbau so rasch wie möglich zu beginnen. Durch verschiedene Maßnahmen sollte zudem ein Teil der entstandenen Bestandslücken geschlossen werden, indem beispielsweise Dubletten und Erwerbung großer Konvolute aus dem Buchhandel und von Antiquaren eingearbeitet wurde. Die Katalogisierung der nach Mitwitz evakuierten, unbearbeiteten Bestände und Erwerbungen wurde sukzessive nachgeholt. In der Signaturengruppe 42 bis 45 wurden in erster Linie unbearbeitete Bestände, die bereits vor 1942 ins Haus gekommen waren, und die weiterhin laufenden Erwerbungen eingearbeitet. Die Signatur 42 war in der zuerst ausgelagerten Rothschildschen Bibliothek begonnen worden, die nach der Die Signatur 42 war in der zuerst ausgelagerten Rothschildschen Bibliothek begonnen worden. Die nach der Evakuierung in Mitwitz lagernden Bestände der anderen Bibliotheken wurden gemeinsam in diese Signaturengruppe eingearbeitet und zusammengeführt. Mit diesem Vorgehen wurde die Gründung der Frankfurter Bibliothek nach dem Krieg sozusagen vorweggenommen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Stadtbibliothek mit weiteren Frankfurter Bibliotheken zur Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt zusammengeschlossen. Seit 2005 sind diese sowie die Senckenbergische Bibliothek in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg unter Trägerschaft der Goethe-Universität vereinigt. Daher befinden sich in den Beständen der UB auch zahlreiche Dauerleihgaben, die nicht Eigentum der Universität sind, sondern unter anderem der Stadt Frankfurt am Main oder auch der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung gehören. Dieser Umstand wird für uns immer wieder von Bedeutung sein, wenn es um die Feststellung der Vertragspartner im Falle einer Restitution geht. Wir gehen davon aus, dass sich noch vorhandenes NS-Raubgut vor allem in den Beständen befindet, die durch die Auslagerung gesichert wurden und mit finanzieller Unterstützung oder durch Überlassungen der zuständigen Reichs- und Landesbehörden wieder aufgebaut wurden. Hinzu kommen Geschenke und Ankäufe über den Buch- und Antiquariatsbuchhandel und Überlassung der Alliierten nach dem Krieg. Im Signaturbereich 00 sind beispielsweise zahlreiche Bände aus dem Offenbach-Archival-Depot eingearbeitet worden, für die bis dato kein Eigentümer ermittelt werden konnte.
Auf das Offenbach-Archival-Depot kommen wir gleich noch zurück. Der Signaturbereich 00 beinhaltet Bücher der Erscheinungsjahre 1900 bis 1945. Angelegt wurde diese Signaturengruppe erst nach 1945, um die nach dem Krieg zusammengeführten Bestände zu sortieren und möglichst schnell zugänglich zu machen. Die Gruppe wurde bis in die 1960er Jahre geführt und nahm die entsprechenden Bestände auf, unter denen sich immer noch Raubgut finden lässt. Der Bestand setzt sich vorrangig, aber nicht nur, aus den Zugängen der Nachkriegszeit zusammen, welche aus dem Archival Depot und militärischen Dienststellen der Wehrmacht und der amerikanischen Streitkräfte stammten. Dazu kommen zahlreiche Abgaben aus den verschiedenen städtischen Schulbüchereien, deren Bestände 1945 auf militaristische und politische Literatur geprüft werden mussten. Im Folgenden werden wir auf zwei besondere lokale und regionale Einrichtungen eingehen, die für die Bestandsgeschichte der heutigen UB und damit für unser Projekt von Bedeutung sind. Sie stehen beide direkt in Zusammenhang mit dem staatlich organisierten Bücherraub im Dritten Reich, in Deutschland und in Europa. Zunächst das 1941 als politische Einrichtung in der Stadt Frankfurt eingeweihte Institut zur Erforschung der Judenfrage und ab 1945 das bereits erwähnte Offenbach-Archival-Depot. Das als erste Institution zur Restitution von Raubgut durch die amerikanische Militärregierung eingerichtet wurde. Bereits im Juli 1935, nachdem der Reichsleiter Alfred Rosenberg erklärt hatte, er habe Reichsminister Bernhard Rust die Gründung einer Zentralstelle für Geschichte vorgeschlagen, griff Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Friedrich Krebs diesen Vorschlag auf und verfolgte beharrlich den Plan, eine wichtige parteiamtliche Einrichtung in Frankfurt anzusiedeln. Ab 1936 bemühte er sich darum, die Zweigstelle Forschungsabteilung Judenfrage des inzwischen in Berlin gegründeten Reichsinstituts für Geschichte des Neuen Deutschlands nach Frankfurt zu holen. Seine Bemühungen führten schließlich im Jahre 1939 zum Erfolg, auch bedingt durch den inzwischen entbrannten Streit um den Führungsanspruch in der Forschung zur sogenannten Judenfrage. Wichtiges Argument für die Ansiedlung des Instituts in Frankfurt wurde auch die in der Stadtbibliothek vorhandene weltberühmte Hebraika- und Judaika-Sammlung. Bis Ende April 1939 waren die Verträge unterzeichnet, zwei Monate später auch die Finanzfragen geklärt und das Institut zur Erforschung der Judenfrage stand am 29.06.1939 auf dem Papier. Der Vertrag regelte unter anderem Folgendes. Die Stadt Frankfurt vereinigt die Bestände der Judaika- und Hebraika-Sammlung zu einem Bibliotheksinstitut, das sie der Partei zur wissenschaftlichen und politischen Auswertung zur Verfügung stellt. Die Stadt Frankfurt ist weiterhin Eigentümerin der eingebrachten Sammlung. Die Bibliothek wird Teil der Dienststelle des Reichsleiters Rosenberg. Die Stadt Frankfurt trägt die Kosten auch für die Erweiterung der Bestände. Allerdings dauerte es bis zur tatsächlichen Eröffnung des Instituts zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt am Main durch den Reichsleiter Alfred Rosenberg noch bis Ende März 1941. Um das Institut zusätzlich mit Büchern und Forschungsmaterialien zu versorgen, ist das Vorgehen des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg zu nennen, der in den durch Deutschland besetzten Gebieten Dokumente, Sammlungen und Bücher auch für das Frankfurter Institut beschlagnahmte und raubte. Hunderte von Kisten wurden aus Paris und Amsterdam, Saloniki und Belgrad, aus Wilna, Kiew, Riga und Lodz nach Frankfurt geliefert, sodass die Bibliothek des Instituts bereits im April 1943 über einen Bestand von 300 bis 350.000 Bänden verfügte. Weiteres Material sollte folgen. Die Alliierten übernahmen nach dem Krieg diese Bestände und verbrachten sie in das Offenbach-Archival-Depot. Über dieses Depot fand ein Teil der dort gesammelten Bücher schließlich den Weg in den Bestand der neu gegründeten Stadt- und Universitätsbibliothek. Stempel des Instituts zur Erforschung der Judenfrage und seiner Bibliothek sind immer wieder in einzelnen Bänden nachzuweisen. Und damit zur zweiten Einrichtung, dem Offenbach-Archival-Depot. Mit dem Vormarsch der Alliierten stellten diese auch gefundene Kulturgüter sicher und sammelten sie in der amerikanischen Zone in Central Collecting Points. Eine dieser Sammelstellen wurde in der früheren Rothschildschen Bibliothek, dem heutigen Jüdischen Museum am Untermainkai in Frankfurt eingerichtet und entwickelte sich schnell zu einem Ort, an dem vor allem Bücher und Dokumente gesichert wurden. Dazu kam eine Reihe von Ritualgegenständen.
Dort wurden auch die Bestände des eben genannten Instituts zur Erforschung der Judenfrage gesammelt und für eine Rückführung vorbereitet. Hinzu kamen unzählige weitere Bestände, die in der amerikanischen Zone entdeckt wurden und aus anderen Collecting Points nach Frankfurt verbracht wurden. Im Central Collecting Point in München wurden dagegen aufgefundene Kunstgegenstände für den süddeutschen Raum gesammelt. Im August 1946 wurde der Raum in der Frankfurter Bibliothek zu klein und der Rothschild Library Collecting Point zog in eine Industriehalle nach Offenbach und hieß dort treffender Offenbach Archival Depot. Das Offenbach Archival Depot oder kurz OAD bildet für Bibliotheken einen der wichtigsten Ausgangspunkte der Restitution nach dem Krieg oder wie es dessen Leiter Captain Benkowitz beschrieb, das OAD ist zur Antithese der Arbeit des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg geworden. Im OAD wurde versucht, sämtliche Bestände zu erfassen und ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Für einige größere Sammlungen war dies einfacher möglich, da die Bücher entsprechend gekennzeichnet und außerdem geschlossen aufbewahrt wurden. Wie beispielsweise die bekannte Bibliotheca Rosenthaliana aus Amsterdam. Bei den Bibliotheken aus Westeuropa gestaltete sich die Rückgabe oftmals leichter, vor allem da es in diesen Ländern entsprechende Ansprechpartner gab. Das OAD erreichten ebenfalls viele Anfragen von Privatpersonen, die nach ihren verschollenen Bibliotheken suchten. Um die Menge der Bestände abzuarbeiten, wurden Aufnahmen der verschiedenen Provenienzmerkmale gemacht, um diese Hunderttausende von Bänden in eine durchsuchbare Ordnung zu bringen. Diese Aufnahmen sind heute innerhalb der digitalisierten Unterlagen des Projekts Fold 3 online zugänglich und durchsuchbar. Problematisch wurde es insbesondere bei Provenienzen aus dem östlichen Europa. Viele der oftmals deutschen Bearbeiter hatten keine entsprechenden Sprachkenntnisse. Das größere Problem betraf allerdings die Tatsache, dass es keine Ansprechpartner in den betroffenen Ländern für mögliche Rückgaben gab. Die jüdischen Gemeinden dort existierten nicht mehr. Erschwerend kam außerdem der sich dort ausbreitende Einfluss der Sowjetunion hinzu. Viele Bestände wurden in weitere Staaten verteilt, da sie mit ihren ehemaligen Besitzern wandern sollten und gelangten so unter anderem in die USA. Dort waren das Institute for Jewish Research in New York, das Joint Distribution Committee und die Jewish Cultural Reconstruction für diese zuständig. Insgesamt konnten ca. 1,5 Millionen Bände durch das OAD restituiert werden. Ungefähr 1 Million Bände blieb bei der Auflösung 1949 übrig. Hierbei handelte es sich vielfach um Bände ohne Provenienzmerkmale oder um Fälle, in denen die eingetragenen Privatpersonen nicht ermittelt werden konnte. Alles, was unter diesen geraubten Beständen übrig blieb oder nach Ansicht des OAD aus deutschem, nicht jüdischem Besitz stammte, wurde an das Land Hessen übergeben. Hierbei handelte es sich zu einem recht großen Teil um Bibliotheken von Parteistellen und Institutionen des NS-Regimes. Darunter wiederum fielen auch einige Bestände verfolgter nichtjüdischer Gruppen, wie beispielsweise der Gewerkschaften. Ein erster Teil kam direkt in den Besitz der Stadt- und Universitätsbibliothek zum Wiederaufbau des Bestandes. Ein weiterer wurde 1948 treuhändisch an den hessischen Ministerpräsidenten übergeben, welcher dafür verantwortlich war, diese Bücher nach bestem Wissen und Gewissen zu restituieren. Diese restlichen Bestände hatten noch einen Umfang von ca. 300.000 Bänden und wurden ebenfalls direkt an die Stadt- und Universitätsbibliothek übergeben. Der damalige Direktor, Dr. Hans-Wilhelm Eppelsheimer, hat nach einem komplizierten System die hessischen Hochschulbibliotheken aus diesem Bestand versorgt und damit deren Aufbau unterstützt, weshalb sich bis heute in vielen Bibliotheken einzelne Bände mit dem bekannten OAD-Stempel finden lassen. Der wohl größte Teil jedoch blieb in der Stadt- und Universitätsbibliothek und wartet bis heute darauf, restituiert zu werden, wo dies überhaupt noch möglich ist. Hierbei können nur direkt am Objekt gefundene Provenienzmerkmale behilflich sein, denn es gibt keine weiteren Unterlagen zu den einzelnen Büchern. Für die Zukunft muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Bestände, ob sie Provenienzmerkmale enthalten oder nicht, sichtbar gemacht werden und wenigstens in einschlägigen Datenbanken wie Lost Art oder Looted Cultural Assets eingepflegt werden. Und damit noch einmal zurück zu unserer konkreten Arbeit. Was suchen wir eigentlich und wie funktioniert das? Wie gehen wir mit den Ergebnissen der Autopsie und der Recherche um?
Wie Museen auch, suchen wir nach beschlagnahmten und enteigneten Kulturgütern aus jüdischem Eigentum oder aus dem Eigentum anderer politisch verfolgter Personen und Organisationen, wie beispielsweise den Zeugen Jehovas, Freimaurern, Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen, Gewerkschaften und Arbeitervereinen. In unserem Fall allerdings suchen wir natürlich nach Büchern, Handschriften und Musikalien. Wir suchen außerdem nach unfreiwillig veräußerten Büchern von Verfolgungsopfern, die unter anderem zur Finanzierung ihrer Auswanderung oder ihres Lebensunterhaltes ihr Hab und Gut verkaufen mussten. Und wir suchen auch nach NS-Raubgut aus den im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzten Territorien. Provenienzforschung ist Puzzlearbeit. Man findet hier ein Stückchen, dort ein Detail, und wenn man genug Einzelteile zusammengesetzt hat, ergibt sich vielleicht ein aussagekräftiges Bild. Im Gegensatz zu Museen, in denen die ausführliche Nachweisführung zur Provenienzgeschichte der einzelnen, meist bedeutenden Werke eigentlich zum Tagesgeschäft gehört, handelt es sich bei Büchern in der Regel um Massenware, um tägliches Gebrauchsgut. Für diese Gebrauchsliteratur und auch für die meisten weniger wertvollen, antiquarisch erworbenen Bücher fand keine ausführliche Herkunftsdokumentation statt. Käufe und Geschenke wurden mit Kurztitelangaben in den Akzessionsjournalen oder gar nur als Sammlung unter den Angaben der Anzahl der Bände und des Gesamtpreises vermerkt. Selbst bei antiquarischen Käufen spielte es in der Regel keine Rolle, aus wessen Eigentum diese Bände stammten. Wie finden wir dann trotz dieser oftmals nur pauschalen Angaben NS-Raubgut in den Beständen? Für uns sind trotzdem die teils noch vorhandenen Akzessionsjournale der einzelnen Bibliotheken für den Kauf, den Tausch und die Geschenke von Büchern wichtige Quellen. Dazu kommen die damaligen Signaturindizes, die alle Bücher dokumentieren sollten, die mit einer Signatur aufgenommen worden sind, wie es heute zum Beispiel der digitale Katalog tut. Wonach suchen wir also in den Akzessionsjournalen? Da wir bereits Kenntnisse über den Ablauf und die Organisation der Beschlagnahmung von Kulturgut haben, sind Verkäufe oder Geschenke der Geheimen Staatspolizei, der Reichstauschstelle oder von Finanzbehörden an die Bibliothek für uns sehr verdächtig. Gleiches gilt für SchenkerInnen oder VerkäuferInnen, die sich entweder als politisch verfolgte Personen oder als VerkäuferInnen von NS-Raubgut herausgestellt haben. Leider ist, wie bereits erwähnt, ein Großteil der Akzessionsjournale, vor allem die der Stadtbibliothek, vernichtet worden. Daneben sind die noch vorhandenen Verwaltungsakten der UB-Vorgänger auf Hinweise nach verdächtigen Geschenken oder Verkäufen hin zu untersuchen. Die für die Zeit in Frage kommenden Akten sind nur noch zum Teil im Archivzentrum der UB vorhanden. Hier im Institut für Stadtgeschichte werden weitere Akten aufbewahrt, wobei diese Gegenüberlieferung zum Teil die einzige noch vorhandene Quelle ist. Das Hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden verwahrt weiteres Quellenmaterial, das für uns von Bedeutung ist. In vielen Fällen sind diese Aktenbestände allerdings lückenhaft. Um im Bild zu bleiben, für das vollständige Puzzle fehlen hier sicherlich einige Teile. Grundlage und Anlass für weitere Recherchen in den Archiven sind allerdings in erster Linie die per Autopsie an den Beständen im Magazin aufgefundenen Provenienzmerkmale. Bei Kunstwerken ist oftmals die Rückseite Lieferant wichtiger Provenienzhinweise. Bei Büchern sind es die Innen- und Außenseiten der Buchdeckel, die Titel und die ersten und letzten Seiten. Hier können sich Hinweise auf ihre VorbesitzerInnen befinden. Daher nehmen wir im Magazin in den für das Projekt ausgewählten Signaturbereichen jedes einzelne Buch in die Hand, untersuchen es auf solche Provenienzmerkmale. Wir suchen vor allem nach Widmungen, handschriftlichen Einträgen, persönlichen Besitz- und Eigentumshinweisen, die beispielsweise an Geburtstage oder Feste wie die Bar Mitzwa erinnern und im Idealfall sowohl den Namen des oder der Schenkenden
als auch des oder der Beschenkten enthalten. Manche EigentümerInnen und BesitzerInnen haben ihren Namen in das Buch eingetragen, entweder handschriftlich, mit einem Stempel, einem Adressaufkleber oder einem Exlibris. Einen solchen handschriftlichen Namenseintrag sehen Sie beispielsweise auf der Folie. Stempel von Vereinen, Gewerkschaften und von anderen Bibliotheken sehen wir uns genauer an. Aber auch Stempel von Bibliotheken aus Gebieten, bei denen bekannt ist, dass diese systematisch aufgelöst, geplündert, verteilt und zerstört worden sind. Diese beiden Bilder zeigen Beispiele für Händlerkürzel, wie sie oftmals im Deckel vorne oder hinten in Bänden aus Antiquariaten und dem Buchhandel zu finden sind. Meist sind es Datums- und Preisangaben und Kürzel für den Händler- oder Antiquariatsnamen. In diesem Fall stammen sie vom Antiquariat Wolf in Wien. Nur ein Teil dieses Kürzelformats konnte bisher von der Forschung entziffert werden. Bei den ersten Zahlen handelt es sich um die Jahresangabe, also 1939 oder 1941. Die zweite Zahl bezeichnet ein bestimmtes Warenlager, das von Alfred Wolf übernommen worden war. Im Weiteren folgen unter anderem Angaben zum Umfang des Kaufs. Im oberen Bild also zwei Bände, auch im unteren Bild zwei Bände. Alfred Wolf ist als Ariseur von jüdischen Antiquariaten in Wien bekannt geworden, was durch die Forschung inzwischen auch hinreichend belegt wurde. Auch die Frankfurter Bibliotheken haben zu seinen Kunden gehört, sodass wir Ankäufe von Wolf sehr kritisch untersuchen und bereits fündig geworden sind. So paradox es klingt, können auch nicht vorhandene Dinge ein Hinweis sein. Ausgekratzte Namen und überklebte Stempel geben weitere Hinweise darauf, genauer nachzusehen, ob man vielleicht doch noch mit technischen Hilfsmitteln etwas mehr erkennen kann. Diese Autopsieergebnisse dokumentieren wir in einer Arbeitstabelle, die für uns die Grundlage für weitere Recherchen darstellt. Falls möglich, ermitteln wir aus den Akzessionsjournalen die Angaben zu VerkäuferInnen oder SchenkerInnen. Von Stempeln oder handschriftlichen Einträgen oder alten Signaturen, die nicht den Vorgängerbibliotheken zuzuordnen sind, werden Scans erstellt. Anschließend bewerten wir dann nach dem Leitfaden für die Ermittlung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut in Bibliotheken unsere Funde. Die Skala umfasst 6 Kategorien, die von Kategorie 1, geklärt, kein Raubgut, über verschiedene Abstufungen bis zur Kategorie 6, geklärt, NS-Raubgut, reicht. Auf Grundlage dieser Kategorisierung folgen vertiefte Recherchen für diejenigen Fälle, die als NS-Raubgut-Verdachtsfall eingestuft worden sind. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist es wichtig zu wissen, auf welchem Weg ein Buch in unseren Bestand gekommen ist. Wer hat es also verkauft oder verschenkt? Wer ist die Person hinter dem Namen überhaupt? Hierfür sind Recherchen in verschiedenen Online-Datenbanken, über fachspezifische Foren und Archive im In- und Ausland notwendig. Oft findet man auf diesem Weg andere Puzzleteile, um im Bild zu bleiben, die für alle plötzlich das große Ganze erkennbar werden lassen. So hat sich beispielsweise schon mehrfach herausgestellt, dass auch die Annahme durchaus stimmt, wer Kunst sammelt, sammelt auch Bücher. Demzufolge ist die Dokumentation der Ergebnisse in öffentlich zugänglichen Datenbanken wie dem eigenen Katalog, dem Provenienzwiki des gemeinsamen Bibliotheksverbundes, bei Lost Art oder der LCA-Datenbank sehr wichtig. Sie bieten die Möglichkeit, weitere Kreise auf die Provenienzforschung im eigenen Haus aufmerksam zu machen. Ist eindeutig ermittelt, dass es sich um NS-Raubgut handelt, muss nach den heutigen RechtsnachfolgerInnen gesucht werden. Das können jüdische Gemeinden sein, die sich weit wieder gegründet haben, oder Familienangehörige der identifizierten Personen. Einfach ist das nicht, oftmals sehr aufwendig und immer wieder auch vergeblich. Man kann in vielen Fällen nur dem Rat eines Kollegen
folgen, der einmal sagte: Macht öffentlich, was ihr habt, und lasst euch finden. Finden sich zweifelsfrei identifizierte RechtsnachfolgerInnen, nehmen wir mit diesem Kontakt auf und suchen nach einer für alle Beteiligten fairen und gerechten Lösung, wie es die Washingtoner Erklärung aus dem Jahr 1998 vorsieht. Das kann eine Restitution oder aber eine finanzielle Entschädigung sein. In manchen Fällen bietet sich auch der Verbleib der Bücher als Depositum im Bibliotheksbestand an. Immer wieder kommt es vor, dass das zu restituierende Buch der Bibliothek offiziell geschenkt wird. Die Erbinnen oder RechtsnachfolgerInnen haben keinen Bezug mehr zu diesem Buch oder wollen mit der Vergangenheit und der eigenen schmerzlichen Geschichte nicht mehr konfrontiert werden. Zuletzt werden die als Raubgut identifizierten Bücher für die Ausleihe außer Haus gesperrt und der Provenienzhinweis NS-Raubgut oder NS-Raubgut-Verdacht im Lokaldatensatz des Buches im Katalog vermerkt. Links im Bild sehen Sie die erweiterte Recherchemaske im Online-Suchportal der Universitätsbibliothek Frankfurt, in der nach solchen Provenienzen gesucht werden kann. Hier ganz im untersten Feld. Rechts davon sehen Sie einen Katalogeintrag mit Titel- und Exemplardaten, in diesem Fall eben Provenienzangaben. Hier vergrößert sehen Sie dann auch die Einstellung, dass dieses Buch beispielsweise nur noch vor Ort benutzbar ist. Zum Abschluss wollen wir noch einen kurzen praktischen Einblick in unsere gerade erst beginnende Arbeit geben und einen ersten Fall vorstellen, der allerdings von der gerade geschilderten Vorgehensweise abweicht. Ich möchte Ihnen einen konkreten Frankfurter Fall vorstellen. Dabei handelt es sich um die bekannte Frankfurter Familie Goldschmidt-Rothschild. Maximilian Goldschmidt, geboren 1843 in Frankfurt, führte die ansässige Goldschmidt-Bank und heiratete die Tochter des letzten männlichen Frankfurter Rothschild und führte seitdem den Doppelnamen Goldschmidt-Rothschild. Er galt als einer der wohlhabendsten Deutschen seiner Zeit und war die einzige Person jüdischen Glaubens, die unter Wilhelm II. Nobilitiert wurde. Er lebte in der Bockenheimer Landstraße, die Villa lag im heutigen Rothschild-Park. Dort baute er eine sehr umfangreiche und bedeutende Kunstsammlung auf, deren Raub und Restitution bereits ausführlich in dieser Vortragsreihe behandelt wurde. Aber auch eine Bibliothek war Teil der Sammlung Maximilian von Goldschmidt-Rothschilds. Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte auch er unter Repression zu leiden. Spätestens mit der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden 1938 musste er seine Sammlung bewerten lassen, wobei der Gesamtwert auf 2,5 Millionen Reichsmark festgelegt wurde. Die gesamte Sammlung, einschließlich des Palais, wurde faktisch 1938 an die Stadt zwangsverkauft. Dies geschah mit der offiziellen Begründung, die Sammlung somit für die Stadt zu erhalten und nicht an staatliche oder Parteistellen abtreten zu müssen. Maximilian selbst behielt ein Wohnrecht in seiner Villa gewährt, wo er im Alter von 96 Jahren starb. Die Sammlungen wurden höchst offiziell in die städtischen Sammlungen integriert. Das Museum für Kunsthandwerk übernahm die Sammlung nicht in ihr Haus, sondern führte die ganze Villa als Dependance unter dem Titel Museum für Kunsthandwerk Abteilung 2. Die Bibliothek hingegen wurde der Stadtbibliothek überwiesen. Wann genau dies geschah, lässt sich aktuell noch nicht sagen, wohl aber bereits vor 1944. In der Stadtbibliothek wurde die Goldschmidt-Rothschild-Bibliothek als unbearbeiteter Bestand aufbewahrt. Die Herkunft war bekannt. Die Einarbeitung fand im März 1945 geschlossen am Auslagerungsort in Mitwitz statt. Daraus lässt sich der Gesamtumfang der zum damaligen Zeitpunkt eingearbeiteten Bände auf 787 beziffern. Die Bibliothek selbst wird allerdings größer gewesen sein. Interessanterweise ging die Bibliothek als Sammlung Goldschmidt-Rothschild in die Akzessionsjournale ein, woran erkennbar ist, dass die Rechtmäßigkeit der Erwerbung intern wahrscheinlich nicht angezweifelt wurde. In anderen Fällen finden sich in den Akzessionsjournalen eher weniger eindeutige bis gar keine Hinweise. Die Sammlung setzt sich vor allem aus Bänden aus dem 18. und 19. Jahrhundert zusammen. Erkennbar waren sie an dem immer gleichen Ex Libris von Goldschmidt-Rothschild mit der Devise Non nobis solum, in etwa nicht für uns allein.
die in diesem Kontext eine traurige Ausrichtung annimmt. In den Akzessionsjournalen finden sich zur gesamten Sammlung der Vermerk, dass sie restituiert wurde. Die gesamten Sammlungen der Familie wurden nach Kriegsende von der Familie von der Stadt zurückgefordert und auch zurückerhalten. Die Bibliothek ging dabei an die Enkelin Maximilian Goldschmidt-Rothschilds, Minka Strauß, nach Paris und wurde im Dezember 1951 aus dem Bestand der Stadt- und Universitätsbibliothek ausgeschieden. Warum ist dieses Beispiel dann Thema des aktuellen Projekts? In den Akzessionsjournalen findet sich der Vermerk Auslagerungsverlust hinter einem Exemplar, welches also 1951 nicht zurückgegeben werden konnte. Manchmal ist es das Bauchgefühl, das einem sagt, hier recherchiere ich dennoch weiter. Das Exemplar konnte ich so tatsächlich im Bestand an ganz anderer Stelle finden. Als ich es mir ansah, entdeckte ich direkt das entsprechende Ex Libris und die übereinstimmende Zugangsnummer. Handelt es sich hier um einen glücklichen Sonderfall? Grundsätzlich ja. Aber da es sich bei der Einarbeitung der Goldschmidt-Rothschild-Bibliothek um einen ganz bestimmten Signaturenkreis handelte, lässt sich dies nicht nur in den Akzessionsjournalen, sondern auch recht gut am Regal überprüfen. Das heißt, dass nach der Restitution 1951 am Regal entsprechende Lücken existieren müssten. Bei der Regalprüfung ist allerdings ein weiterer Band aufgetaucht, der laut Akzessionsjournal restituiert worden war. Das Buch besitzt kein Ex Libris von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, aber es besitzt das originale Einarbeitungssignaturenetikett aus dem Jahr 1944. Da es sich außerdem um einen Band eines Mehrteilers handelt und nur dieser auf der Signatur steht, welcher auch in den Journalen vermerkt ist, kann mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden, dass es sich um den Band aus der Sammlung handelt. Der Band selbst ist nicht im Katalog nachgewiesen und es kann dabei vermutet werden, dass er schlicht vergessen wurde. Zum Beispiel, weil er zum Restitutionszeitpunkt nicht am Standort war. Während der Prüfung einer weiteren Signaturengruppe in einem anderen Zusammenhang ist dann unerwarteterweise ein dritter Band aufgetaucht, welcher laut Zugangsjournal aus einer späteren Einarbeitung aus dem sogenannten alten Bestand stammt. Grundsätzlich ist dies nicht ungewöhnlich, aber jedoch auffällig, da der Band durch das Ex Libris eindeutig in die Sammlung Goldschmidt-Rothschild zu verorten ist. Daran sieht man aber eben auch, dass ein theoretisch als abgeschlossen geltender Fall doch noch nicht abgeschlossen ist. Hierbei handelt es sich augenscheinlich nur um Einzelfälle, die aber nicht auf rechtmäßigen Weg ins Haus gekommen sind. Es handelt sich hier um Beispiele aus einer bekannteren Sammlung, deren Restitution leicht zu bewerkstelligen ist, da deren Rückgabeforderung bereits in der Nachkriegszeit unzweifelhaft anerkannt wurde und die Sammlung restituiert worden sind. Die Erben und Rechtsnachfolger sind also bekannt. Kontakt zu einer Erbenvertreterin haben wir bereits aufgenommen. Für viele weitere Sammlungen oder einzelne Bände aus Privatbesitz, die weniger bekannt waren, konnten deren ehemalige Eigentümer keine Rückerstattungs- und Wiedergutmachungsansprüche geltend machen, weil sie in der Shoah umkamen oder ihnen das Wissen fehlte, an wen sie sich wenden sollen. Wie viele solcher Sammlungen finden sich womöglich im Bestand der Universitätsbibliothek. Mit diesen Eindrücken und Informationen möchten wir unseren Vortrag beenden und bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.